Herzlich willkommen bei Via Life, dein Weg zur Gesundheit. Mein Name ist Johanna Dorn, ich bin Ärztin in der Via Life Gruppe und führe Sie heute durch das nächste Thema. Unser heutiges Thema ist Bewegungsmangel. Wie viel hast du dich heute schon bewegt? Bewegungsmangel ist ein zentraler Baustein für die Entstehung von chronischen Erkrankungen und eine große gesellschaftliche Herausforderung in unserer aktuellen Zeit. Und die vielen Annehmlichkeiten der modernen Welt mit Autos, Fahrstühlen, Lieferdiensten, Bürojobs bzw. aktuell unserem Homeoffice tragen zu einem erheblichen Teil dazu bei. Doch diese gesellschaftlichen Bequemlichkeiten haben leider ihren Preis. Denn Bewegungsmangel ist genauso wie Rauchen, Bluthochdruck und Diabetes leider ein klassischer Risikofaktor für alle kardiovaskulären Erkrankungen. Bewegungsmangel ist dabei nicht nur verursachend für Übergewicht, worunter fast 50% der deutschen Frauen leiden, sondern auch in der Entstehung für Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Tinnitus, depressiven Episoden oder Schlafstörungen beteiligt. Und laut einem Artikel vom Deutschen Ärzteblatt ist das Sterberisiko bei Bewegungsmangel und einer sitzenden Tätigkeit von über 8 Stunden am Tag um 80% erhöht. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der mit dem Auto zur Arbeit fährt, dort 8 Stunden Büroarbeit erledigt und dann wieder nach Hause fährt und völlig erschöpft auf die Couch fällt, nicht nur nachgewiesen erhöhtes Sterberisiko hat, sondern darüber hinaus das Leben, was ihm ja eigentlich geschenkt wurde, gar nicht mehr nutzen und genießen kann, sondern meist ausgelaugt und körperlich sowie emotional erschöpft ist. Sportlicher Ausgleich ist in diesem Alltag dann oft vernachlässigt. Und es gibt immer wieder Studien, die eigentlich schon belegen, wie wichtig diese körperliche Betätigung in der Freizeit ist und wie das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfälle reduziert werden kann. Spannend ist, eine aktuelle dänische Studie zeigt, dass diese körperlich schwere Arbeit, also wenn man schwere Berufe hat, die körperlich schwere Tätigkeiten sich nach sich ziehen, gar nicht so sehr gesundheitsförderlich sind, sondern eher einfach mit einem erhöhten Risiko einhergehen und deshalb dieser Freizeitsport extrem wichtig ist. Die WHO, also diese Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt schon eine Viertelstunde Bewegung am Tag. Dann kann das Risiko schon um 14% reduziert werden, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Eine Kombination aus Krafttraining und dem regelmäßigen Ausdauersport gilt dabei als optimal. Denn eigentlich ist der Mensch ja auf Bewegung programmiert. Mindestens 5 Stunden pro Woche sind bei einer sitzenden Tätigkeit von 8 Stunden am Tag notwendig, um das kardiovaskuläre Risiko wieder zu reduzieren. Und nicht nur das, es ist auch bestens erforscht, dass Bewegungsmangel zu motorischen Entwicklungsstörungen, insbesondere mangelnde Fitness, Haltungsschäden und Übergewicht sowie ein steigendes Risiko für Bluthochdruck, Übergewicht und Konzentrations- und Lernschwäche bei selbst den kleinsten Kindern führen kann. Und das nicht nur jetzt aktuell zur Corona-Pandemie, sondern das sind Studien schon von mehreren Jahren. Bewegung ist dabei oft die beste Medizin. Denn wir wissen, dass Bewegung unsere Muskulatur stärkt, die Fettverbrennung ankurbelt, vor Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Osteoporose, Herzinfarkten, Schlaganfällen schützt, unsere Gehirnleistung sogar steigert und wir selbst demenziellen Erkrankungen entgegenwirken können. Und auch ganz cool, es ist eigentlich die Anti-Aging-Therapie schlechthin. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass regelmäßig körperliche Betätigung, also 3x45 Minuten in der Woche, das Enzym Telomerase aktiviert. Dieses Enzym verlängert die Telomere, das sind also die Enden der Chromosome und das ist unsere genetische DNA und dadurch altert die Zelle eben langsamer. Außerdem ist Bewegung eine der wichtigsten antidepressiven Therapien überhaupt. Also warum sitzen wir lieber auf der Couch nochmal? Weiterhin weiß man, dass das Immunsystem durch regelmäßige Bewegung gestärkt wird und man weniger anfällig für Infekte oder chronische Erkrankungen ist. Selbst als Prävention und auch als Therapie bei 13 verschiedenen Krebsarten, wie zum Beispiel Darm-, Lungen- oder Brustkrebs, wurde gezeigt, dass die Entwicklung von bösartigem Gewebe durch eine sehr regelmäßige aktive körperliche Aktivität oder Tätigkeit um 42% verringert wurde. Ist das nicht der Wahnsinn? Bei Diabetes mellitus, also dieser Zuckererkrankung, ist es genauso.
Denn körperliche Aktivität aktiviert einen insulinabhängigen Mechanismus, mit dem die Körperzelle Glucose aus dem Blut besser wieder aufnehmen kann. Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel und die Insulinsensitivität steigt. Und das ist essentiell für die Behandlung des Diabetes mellitus. Und Muskeln sind wahre Zuckerfresser. Das bedeutet, dass man mit einer Bewegung von allein schon 2,5 Stunden aktiven Spazierengehen in der Woche den Langzeitblutzuckerwert, diesen HbA1c-Wert, bis zu 0,7% reduzieren kann. Das ist also genauso effektiv wie der Einsatz von den Medikamenten Sitagliptin. Das ist aber ohne ungewollte Nebenwirkungen. Metformin, eines der anderen älteren klassischen Antidiabetika beispielsweise, senkt diesen Langzeitblutzuckerwert, diesen HbA1c-Wert, um 1,2%. Diese 2,5 Stunden aktives Spazierengehen, diese Effekte können noch weiter positiv ausgewirkt werden, wenn man dann noch den Muskelaufbau integriert oder eben mehr auf die Bewegung zusätzlich achtet. Das bedeutet, dass auch die Medikamente durch eine optimierte Ernährung und ein gezieltes Training nach Absprache mit dem Arzt angepasst und sogar vielleicht reduziert werden können, nur durch eine ausreichende Bewegung. Wir stellen uns eine medizinische Versorgung vor in einer Welt, in der eben die Therapien rund um einen gesunden Lebensstil, eben mit einer optimierten Ernährung sowie Bewegungsangebot, neben diesen medikamentösen Therapien einen ganzheitlichen, ergänzenden, wichtigen Baustein bildet und bei Betroffenen und Behandlern eben auch die Kraft erkannt wird, wie wichtig diese Lebensstilveränderungen sind und wie viel Wert wir darauf legen müssen. Wir hoffen, auch dieser Beitrag hat Ihnen heute gefallen und vielleicht hilft es Ihnen, ein bisschen mehr Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren. Wir wünschen Ihnen von VIA Live alles Gute. Herzliche Grüße.